Kunstflug, die DG-500 ist gerade gelandet. In der Halle dieses Flugzeugs kann sie sich einsetzen, wenn sie gesagt. Hallo und herzlich willkommen an diesem schönen Fursuit Friday. Und wie schon angekündigt, ich war auf dem Flugplatz, auf dem Fliegerfest letzte Woche. Und ich habe angekündigt, ich baue mit euch jetzt hier in dem Video ein Flugzeug zusammen. Besser gesagt, ein Segelflugzeug und natürlich kein echtes, weil hier ist ein bisschen zu wenig Platz dafür, sondern ein Modellflugzeug. Ich habe hier noch die Verpackung, ich will es mal kurz zeigen, von Flexo, FlixQ, von Miniprop. Das ist übrigens keine Werbung, aber ich habe gedacht, ich zeige euch das mal, was ich da auf dem Fliegerfest gekauft habe. Und ein kleines Andenken ist ja immer ganz gut, abgesehen von vielen Fotos und Film. Hier ist der, nennt man das Rumpf, der Flugrumpf und hier der Flügel und jetzt kann man das ja so zusammenstecken. Wie rum muss das sein? Ich muss mal schnell gucken. Die gerade Seite vorne. Okay, wo ist die gerade Seite? So. So muss das rein. Ja, ein bisschen noch. So. Das hätten wir schon mal. Jetzt fehlt noch das. Ich glaube, das am Heck ist es das Ruder. Ich bin auch noch nicht so ein Flugzeugexperte. Aber ich glaube, das ist das Höhenruder oder wie das heißt. So. Und dann ist das Flugzeug schon fertig. So von vorne. So von oben. So von unten. Und das ist jetzt ein Modellkleidflieger, den man dann so wie ein Papierflieger so wupp, und dann kann das fliegen. Das kann ich jetzt natürlich nicht demonstrieren, weil zu wenig Platz ist. Aber so sieht es aus. Da ist dann auch noch so ein Set mit Aufklebern dabei, wo man dann die Flügel und auch das Flugzeug selbst so ein bisschen dekorieren kann. Das mache ich gleich im Anschluss und sage euch dann zum Schluss nochmal, wie es geworden ist. So, jetzt, wie war es auf dem Fliegerfest? Oder was ist denn das Fliegerfest überhaupt? Einmal im Jahr findet hier, ich sage jetzt den Ort nicht, ich setze einen Link dann unten in die Beschreibung rein, findet ein Fliegerfest statt. Und zwar ist es ein Verein für Flugbegeisterte, wo man Ultraleichtflugzeuge fliegen kann und auch Segelflug lernen kann und auch mitfliegen kann. Wie dies genau funktioniert, da gibt es zwei Möglichkeiten für Segelflieger. Entweder das Segelflugzeug selbst hat ja keinen Motor und keine Antriebsdüsen oder so etwas oder einen Propeller, sondern das kann dann entweder von einem anderen Flugzeug, von einem Ultraleichtflugzeug zum Beispiel, mit einem Seil in die Luft mit hochgenommen werden. Oben, wenn es dann die richtige Höhe erreicht hat und den Auftrieb hat, wird es ausgeklinkt, das Seil wird abgeworfen und der Segelflieger fliegt dann und gleitet quasi von alleine. Die zweite Möglichkeit ist, es ist eine sogenannte Seilwinde, ein befestigendes Segelflugzeug. Das wird dann ganz schnell also gezogen von dieser Maschine, von dieser Seilwinde und das Segelflugzeug wird dann hoch in die Luft praktisch auch so wie man zum Beispiel einen Papierflieger und auch dann ausgeklinkt
und dann fliegt das Segelflugzeug. Ohne Motor, ohne eigenen Antrieb, sondern es verliert stetig dann an Höhe, aber kann trotzdem gesteuert werden und dann in der Luft und über den Wolken oder unter den Wolken gleiten. Ja, und auf dem Segelflugplatz war dann dieses Fliegerfest, wo ich ein ganzes Wochenende fast verbracht habe, also Montag und Dienstag, das war letzte Woche, habe ich mir dort dann mein Mittagessen gegönnt und meine Kaffee habe ich nicht getrunken, aber ich habe Waffeln gegessen und Pommes und habe auch sehr viel getrunken, weil es war sehr heiß und es waren auch sehr viele Mücken unterwegs und Insekten. da waren nämlich Maisfelder und auch Grasfelder und die wurden für das Fest alle, da wurde viel gemäht und ein paar Tage vorher hat es sehr, sehr stark geregnet. Dann hatte es wieder fast 30 Grad und da waren sehr viele Insekten unterwegs. Ein paar sind mir auch in die Augen geflogen. Aber alles gut. Das gehört eben auch dazu, wenn man in die Natur geht. Und da wurden Kunstflug vorgeführt. Und man konnte auch gegen Geld, gegen 50 Euro oder 60 Euro mit einem Flugzeug, also mit einem Ultraleichtflugzeug, wenn ihr jetzt sagt, hey, was ist ein Ultraleichtflugzeug? Es ist eigentlich wie ein Flugzeug, nur ganz klein. Da passen nur 2 oder 3 Leute rein. Ähnlich wie ein Auto, bloß mit Flügeln. Und Segelflugzeuge, mit Segelfliegern konnte man mitfliegen und mit einem Hubschrauber. Und auch Modellflugzeuge wurden vorgestellt und auch fliegen gelassen. Das war sehr schön. Da werde ich auf jeden Fall wieder hingehen. Ja, wie sieht es mit euch aus? Seid ihr auch schon geflogen? Und sagt jetzt nicht, ja, ich bin schon von der Schule geflogen oder der Treppe runter geflogen. Nein, ich war natürlich so etwas. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Flugerfahrungen habt. Ich habe noch keine Flugerfahrung. Der Marshall, ihr kennt mich ja, war ein bisschen zu ängstlich und unsicher, ob ich mir auch so einen Flug gönnen soll. Ich habe es nicht gemacht, weil ich hatte ein bisschen Bammel davor. Ich habe auch Höhenangst. Aber vielleicht traue ich mich das irgendwann. So, ich wünsche euch was. Das war übrigens das letzte Video vor der EastCon, weil nämlich heute ist jetzt Freitag, also Happy First Year Friday nochmal. Ich werde morgen, denke ich mal, mein Fell waschen, damit ich dann nächste Woche geht es nämlich los zur EastCon nach Suhl ins Ringberg Hotel und damit ich da dann ein schönes, weißes, helles Fell habe, möchte ich das natürlich vorher waschen. Und da kann ich dann natürlich keine Videos mehr machen, weil ich ja dann da pitschepatsche nass wäre. Das heißt, die nächsten Videos werden dann aus dem Ringberg Hotel kommen, beziehungsweise von der Furry Convention East aus Suhl. Ich wünsche euch was. Genießt noch das schöne Wetter. Cool bleiben vor allem. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe einen Flugstand, sondern einen Flugstand.